Herzlich willkommen auf Marius Channel. Es ist ja jetzt Weihnachtszeit und nach der Weihnachtszeit, das sieht der Backofen wieder aus wie ein Schweinchen. Da möchte ich mal euch zeigen, wie ihr das ganz schnell sauber kriegt. Also hier unterm Glas. So, wie machen wir das jetzt auf? Die meisten Backofen, die haben hier so Clipser und das kann man hier aufklipsen. Hier an dem Respekt da ist es eben so, das ist auch an der meisten Backofen so, dass man hier eine Schraube hat an der Seite. Und die müssen wir jetzt mal rausmachen. So, Kreuzschlitz geht ganz einfach. Andere Seite. Und schon haben wir sie hier. Und da ist jetzt so eine Schiene oben drüber. Seht ihr? Die kann man hier rausnehmen. Kann man auch hier drin ein bisschen putzen. Also kann man hier rausnehmen, ja. Jetzt solltet ihr aufpassen, dass ihr das nicht so weit zurück, zu weit zurückklappt. Sonst könnte die Scheibe rausfallen. Also ich lasse es jetzt so stehen. So, gehe jetzt einfach dahin hin und schiebe da ein bisschen hoch. Und schon, jetzt müsst ihr aufpassen, das wird jetzt leicht, nur klappt es zu. Ja, müsst ihr aufpassen. Also die erste Scheibe habe ich jetzt hier schon in der Hand. Die lege ich mal an die Seite. Und jetzt haben wir hier ja noch eine Scheibe. Das ist auch ganz einfach gemacht. Das ist hier nur mit so einem Clips. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das ist dann die zweite. Ja, das braucht man eigentlich gar nicht ganz rauszuschrauben. Rechts und links ist eine. Ich mache es jetzt ein bisschen los. Und da kann man das auch ganz einfach hier rausziehen. Ja. Also ihr habt jetzt hier zwei Scheiben. Also doppelt verglast und hier ist ja auch nochmal ein Glas. Jetzt kommt man hier überall schön hin. Da gibt es im Rossmann gibt's so einen Schaber, da könnt ihr dann drüber fahren, so ein Glasschaber. Könnt ihr es schön sauber machen. Aber bei uns ist es jetzt noch nicht so dreckig. Da reicht es, wenn man das mit dem Tuch sauber macht. Und wie gesagt, aufpassen, dass die Klappe nicht zurückschnallt. Weil die wird ja jetzt leicht und schnallt dann einfach zurück. Also hier haben wir die zweite Scheibe. So, dann machen wir das noch sauber und dann bauen wir es wieder ein. Also das sind jetzt drei Scheiben insgesamt zu reinigen. Hier die Hauptscheibe, dann die Zwischenscheibe und nochmal eine Hauptscheibe, wo vorne im Backofen ist. Einfach mit Küchenpapier und Reinigungsmittel schön sauber machen, dann ist das gut. So, wir haben jetzt Reinigungsmittel. Dann sprühen wir das mal ein. Und meine Frau macht das jetzt ganz super sauber. Küchenschwämmchen und gerade drüber gefahren ein bisschen. Die raue Seite genommen. Da wird es wieder wie neu. Ist schnell gemacht. Ist eine Arbeit von die Scheibe ausbauen. Das sind ungefähr 2 Minuten und das reinige nochmal 3-4 Minuten und dann ist es schon fertig. Einbauen, dann ist es fertig. Das Messer kriegt er beim Rossmann. Einer muss das immer ein bisschen mit festhalten. Schon schnallt diese Backofentür zurück. Und dann könnte das äußere Glas kaputt gehen. Das schaut euch an, picobello wieder. Jetzt machen wir die anderen zwei Scheiben noch sauber und bauen wir wieder zusammen. Jetzt braucht man jemanden, der das festhält, dass es nicht zurückschnallt. Und dann schieben wir die erste Scheibe wieder rein. Die hat hier ja rechts und links eine Auflagefläche. Also das kann man gar nicht falsch machen. Dann schieben wir das wieder ganz vorsichtig hier rein. So, und das wird wieder einfach wieder festgeschraubt. Das ist auch Kreuzschlitz. Das ist wieder wie neu. So, wenn ihr das Glas wieder einbaut, dann müsst ihr das Glas am besten außer an der Seite nehmen. Wenn ihr das dann in der Mitte nimmt, da kommen eure Fingerabdrücke wieder dran. Dann passiert das jetzt wie bei mir, dass ich die Scheibe nochmal rausholen muss. Muss sie nochmal mit Glasreiniger sauber machen. Also die Scheibe außen angreifen und dann rinschieben und dann wird es auch nicht mehr dreckig. Wie gesagt, die Scheibe am besten so dann nehmen und reinschiebe und nicht anfasse. Schon habt ihr hier die Fingerabdrücke drauf, dann müsst ihr das wieder rausholen und wieder sauber machen. So, dann schieben wir die Scheibe wieder rein, alles schön sauber gemacht. Hier hinne in die Plastikdinger wieder reinschiebe. Das ist alles. Und jetzt kommt wieder unsere Schiene drüber.
So, also der obere Rand von der Schiene müsst ihr unter die Scheibe schieben. Und dann passt das wieder wunderbar. Dann einfach wieder rechts, links die Schraube rein. Und schon ist es fertig. Allerdings nicht zu fest drehen, die wird drehen leicht. Ihr könnt ihr mal sehen. Ich zeig's euch mal. So sieht ein neuer Backofen aus. Picobello wie neu. Ja, dann ich sag mal wieder Tschüss. Euer Mario. Ciao, ciao.